Hallo ihr Lieben, viele von euch haben es schon mitbekommen. Ich mache einen Rocksong, der heißt Summer Hill. Das ist so ein bisschen Pop-Punk in die Richtung von Blink-182 oder Avril Lavigne mit Skaterboy oder so ein bisschen was in die Richtung. Ist auch auf Englisch und ich möchte euch heute erzählen, wie es dazu gekommen ist und worum es geht in dem Song. Und ich möchte auch ein paar Worte an die lieben Hater da draußen richten. Also, wie ist es zu dem Song gekommen? Ich selber höre total gerne Rock und ich habe viel fürs Musikfernsehen früher moderiert, auch auf Festivals, für den WDR Rockpalast und für viele Internetmusiksender. Und da war es halt so, dass ich immer dachte, boah, wie geil wäre das, meinen eigenen Song zu machen. Das wäre so richtig cool. Und hier pöbeln gerade ein paar Leute, weil wir gerade da vorne für Blockbusters drehen. Ich habe immer gedacht, wie cool wäre es, meinen eigenen Song zu machen. Das war immer so das, was ich mir gewünscht habe. Es gibt auch noch so ein super altes Video von mir aus den Anfängen. Ich blende das jetzt mal ein, wo ich Folgendes gesagt habe. Nämlich, das wäre einer meiner Träume. Boah, absolute Traumrolle, Rockstar. Das ist auch so ein bisschen mein Kindheitstraum gewesen. Und dann war ich auf dem Geburtstag von Daniele Rizzo. Und da waren die Alchis. Circle of Alchemists. Oh, hier sind auch viele Wespen unterwegs. Hab denen erzählt, boah, ich würde voll gerne mal einen Song machen, weil die sind ja YouTuber, die Musik machen, aber eigentlich mehr im Genre Elektro. Und ich habe dann eben gesagt, ich weiß nicht, ob das so passt. Ihr habt ja auch mit Gronkh und Sarah Zahar Elektro-Titel gemacht. Und dann haben die Jungs gesagt, ja, wir hatten mal eine Blink-182-Coverband. Und ich dachte so, wie geil ist das denn? Eine meiner Lieblingsbands. Ich finde das einfach cool. Das ist so Punk, der mit so viel Lebensgefühl ist und lustig ist und irgendwie positive Laune vermittelt. Vor über einem Jahr war das schon, wo wir gesagt haben, hey, wir machen zusammen einen Song. Dann hat das ewig lang gedauert, weil ich mich nicht entscheiden konnte, wie soll die Melodie sein, was kann ich am besten singen. Und die Jungs haben dann eben die Instrumentalmusik mal gemacht und das fand ich dann direkt richtig geil. Und dann habe ich mit Chris zusammen darauf die Gesangsmelodie gemacht und den Text geschrieben. In dem Lied geht es darum, dass man das Kind in sich nicht vergessen soll und das Kind in sich so ein bisschen bewahren soll, dass es immer Momente im Leben gibt, wo jeder Erwachsene auch mal wieder Kind ist. Und ich würde euch jetzt gerne mal einen kleinen Teil vorspielen, damit ihr schon mal wisst, worum geht's überhaupt, wovon redet die überhaupt? Let's chill all day on Summer Hill, 'cause all their fucking words just say. Habe ich Zuhörer? Ja, unbedingt bedanken muss ich mich auch noch bei der lieben Marie Meinberg. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die hat einen relativ kleinen YouTube-Kanal, aber macht sehr liebevoll ihre Videos und singt eben auch. Und mir hat in dem Song immer noch so der, irgendwie das etwas gefehlt, so die Steigerung. Und dann hat Marie den Song gehört und hat gesagt, sie findet den richtig cool. Aber wie wär's mit so einer Zweitstimme? Und dann hat Marie mega spontan mir noch die Zweitstimme eingesungen. Und da möchte ich auch nochmal Danke für sagen, weil es war Hammer und das hat den Song einfach nochmal cooler gemacht. Und ich habe den gehört und war noch mal begeisterter selber davon. Das hört sich auch mal blöd an, aber ey, ich wollte einfach einen Song machen, der mir gefällt und er gefällt mir. So muss das ja auch sein, oder? Und ich hoffe, und das ist eben genau das, ich hoffe, dass er euch auch gefällt. Rock ist halt, oder Punkrock oder Pop-Punk, ist halt nicht von jedem so der Musikgeschmack. Und ich hatte eigentlich nur die Sorge, wenn der Song dann am 28.08. kommt er raus, auf meinem YouTube-Kanal und eben dann bei iTunes und Google Play und dem ganzen Zeug. Und ich hatte eben Angst, dass dann vielleicht so ein paar Leute kommen, die rumhaten und sagen, das gefällt mir nicht, das ist ja irgendwie, Elektro ist doch viel moderner oder ich höre eigentlich nur blablabla, so dass dann halt der Hate kommt. Aber wie konnte es anders sein? Das ist ja in Deutschland immer gerne so, der Hate kommt schon vorher. Boah, macht die jetzt auch Musik? Ach, die will doch nur Geld scheffeln. Und zu dem Thema möchte ich jetzt eben auch noch was sagen. Liebe Hater, und vorweg möchte ich sagen, die wenigsten sind Hater. Also das ist wirklich ein Bruchteil der Menschen, die da jetzt schon direkt drauf gekloppt haben. So, boah, scheiße. Manche haben geschrieben, D-Abo, wo ich mir denke, ihr habt den Song noch nicht mal gehört. Okay. Euer Abo brauche ich auch gar nicht, weil wer so pauschalisiert und nicht differenzieren kann und auch nicht erstmal abwartet, bis das Lied draußen ist, der soll dann auch wirklich deabonnieren, wenn er meint, das wäre richtig so. Aber ich möchte vorweg sagen, das geht zwar an die Hater, aber die meisten von euch haben total cooles Feedback gegeben, sind super neugierig auf den Song und ich freue mich eben auch genauso doll wie ihr, was ihr dann am Ende dazu sagt, wenn er online ist. Aber trotzdem, an die paar Hater, die es gibt, möchte ich was sagen, weil oft ist es ja leider so, dass Hate auch noch andere Leute mitreißt, die dann irgendwie mit auf den Zug aufspringen. Mitläufer gibt es ja auch immer überall. Oder die dann irgendwie darauf aufmerksam gemacht werden, ach stimmt, die macht das bestimmt nur wegen dem Geld. Was natürlich nicht so ist. Liebe Hater, generell kann ich verstehen, dass ihr kritisiert, dass alle YouTuber Musik machen. Weil ehrlich gesagt habe ich mir da auch ganz viel angeguckt und habe gedacht so, findet ihr das wirklich cool, was ihr da macht? Okay, manches ist halt auch so ganz klar Comedy-Song oder Fun-Song. Das passt dann auch vielleicht in deren YouTube-Kanal-Konzept. Aber mir war es wichtig, ich mache keinen Comedy-Song, sondern mein Reflektor geht fliegen. Mein Song soll ein Lebensgefühl vermitteln, welches ich irgendwie weitergeben möchte nach draußen. Und möchte, dass man zu meinem Song tanzt und den cool findet, wenn man auf die Musik steht. Oder vielleicht auch kann man Leute davon überzeugen, die nicht auf die Musik stehen sonst. Auf jeden Fall kann ich verstehen, dass viele YouTuber halt plötzlich Musik machen, wo man dann denkt,
Das ist keine Musik, das ist keine Musik. Nein, lass das lieber. Das verstehe ich total. Aber ich habe das ja auch mit den Altis gemacht, die ja seit Jahren Musiker sind und auch beruflich Musiker sind. Das heißt, da ist ja schon mal für euch so ein bisschen eine Verknüpfung, dass man sieht, ach, so ganz dahingerotzt oder so ganz lapidar kann das nicht sein, was die Joyce da macht. Außerdem arbeite ich, wie gesagt, seit über einem Jahr daran. Ich habe noch in kein einziges Projekt so viel Geld und so viel Zeit selber investiert. Also wirklich, ich habe so viel Zeit investiert, allein um den Text zu schreiben, weil ich ja, bis ich den halt perfekt fand für mich, hat es lange gedauert. Wir sind nach Los Angeles geflogen, haben dort das Video gedreht. Ich habe so viel Geld ausgegeben, ich habe so viel Zeit rein investiert. Wenn ich den Song machen würde, um Geld damit zu scheffeln, dann hätte ich es alles simpler gehalten, beziehungsweise hätte wahrscheinlich eher was ganz anderes gemacht als diesen Song. Außerdem kriegt ihr ja immer nur mit, was man macht. Ihr kriegt ja gar nicht mit, was man alles absagt. Ich habe zum Beispiel nie auf YouNow ein Video hochgeladen. Und wisst ihr auch warum? Weil ich das Konzept scheiße fand. Du machst damit Geld, dass Zuschauer eben was bezahlen dafür, dass sie irgendwie in den Kommentaren oder so höher gerankt werden. Und darüber verdient man als YouTuber dann Geld. Das fand ich total scheiße. Ich wollte nicht, dass ihr Geld dafür bezahlt, damit ich eure Kommentare lese, weil die dann höher sind oder so. Habe ich nie gemacht. Ich habe nicht einmal auf YouNow ein Video gemacht, weil ich von euch da draußen kein Geld haben wollte. Für irgendwas, wo ich mir denke, wieso sollten die dafür Geld bezahlen? Die Videodays. Ich war wieder zwei komplette Tage in Köln dabei, ich war in Berlin dabei. Ich habe dafür 0,00 Euro bekommen. Ich mache das, damit ich euch alle mal treffe, dass ich was zurückgeben kann. Damit verdiene ich kein Geld. Auch wenn manche YouTuber, das stimmt, habe ich jetzt erfahren, wurden dafür bezahlt. Wo ich mir auch denke, cool, und warum ich nicht? Aber hey, scheiß drauf, ich habe es ja gerne umsonst gemacht. Ne? Trotzdem finde ich, wäre es fair, wenn da irgendwie jeder entsprechend... Naja, egal, die Welt ist nicht fair, wissen wir ja. Auf jeden Fall habe ich jetzt auch noch so eine Anfrage gehabt für so ein neues Social-Media-Portal, wo die Fans dann eben dafür bezahlen, noch mehr private Einblicke und Fotos und Posts und so sehen zu können. Da habe ich mir gedacht, wieso? Wenn ich euch irgendwas Privates posten möchte, dann mache ich das auf Facebook oder Instagram, mein Reflektor, wo ihr das eben umsonst bekommt. Ich möchte nicht von euch Geld haben, damit ihr irgendwelche Special Posts von mir sehen könnt. So, die Single. Um auf das Geld bezahlen zurückzukommen. Die Single wird es auf meinem YouTube-Kanal umsonst zu sehen geben. Mit einem Musikvideo, was ihr auch umsonst sehen könnt. Das heißt, ihr müsst dafür im Prinzip gar nichts bezahlen und kriegt trotzdem den Song. Wer bezahlen möchte, um das Ding auf seinem Handy zu haben, wo auch immer, der kann das total gerne tun. Und die Verkäufe sind für mich deswegen total wichtig, weil das die Chartsplatzierung ausmacht. Ich glaube, bei den meisten Portalen kostet die Single jetzt 99 Cent und auf einem oder so 1,30 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall freue ich mich einfach extrem krass, wenn dieser Song es in die Charts schafft. Am liebsten würde ich sagen, jeder, der die Single kauft, schickt mir einen Beleg und kriegt diesen scheiß Euro, den er bezahlt, zurück. Das darf man aber nicht, weil dann könnte man die Chartsplatzierung ja total fälschen. Aber das wäre mir kackegal. Ich freue mich einfach nur, wenn dieser Song bei euch genauso gut ankommt, wie er bei mir ankommt. Wenn man einfach was macht, wo man sieht, hey, das erfreut Menschen, das hören Menschen gerne. Genauso wie meine Videos. Ich freue mich, wenn ihr die gerne guckt. Und so freue ich mich einfach mega, wenn ihr meine Stimme auf dem Ohr hört in dem Song. Und ich singe da. Das freut mich einfach. Und mich freut es, wenn wir es in die Charts schaffen, dann sagt mir das, hey, du hast was Cooles auf die Beine gestellt. Und das ist alles, worum es mir geht. Ich freue mich immer, wenn es begründete Kritik ist und nicht einfach so alles blöd. Wenn man auf der Single rumhaut, obwohl man sie noch nicht gehört hat und noch nicht weiß, warum und wie und was. Einfach erstmal draufkloppen, ne? Also, liebe Hater, es wird niemand gezwungen, meinen Song zu kaufen. Wer es machen möchte, darüber freue ich mich sehr. Die Links zur Vorbestellung gibt es natürlich in der Infobox. Und wenn ihr mich supporten wollt, dann freue ich mich sehr darüber. Aber es wird keiner dazu gezwungen. Ich freue mich natürlich, wenn ihr das macht und bedanke mich schon mal an diejenigen, die das schon getan haben. Und vielleicht schaffen wir es ja tatsächlich gemeinsam in die Charts. Das wäre für mich einfach das Größte an Vorstellungen, was es gibt, dass mein Song, auf den ich eh so viele Jahre gewartet habe, dass ich einen eigenen Song machen kann, wenn der tatsächlich in die Charts käme, das wäre für mich so. Genau so. Ich werde nochmal ein Kommentare-Kommentieren-Video machen zu dem Song und zu diesem Video hier. Das heißt, alles, was ihr an Anmerkungen, an Feedback, an Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Am 28.08. kommt das Musikvideo, wie gesagt, auf meinem Channel. Ich freue mich darauf. Ihr könnt den Song schon vorbestellen. Und auf jeden Fall ist das eine Herzensangelegenheit. Und es ist ein richtig geiles Projekt. Ich freue mich einfach mega drauf. Ich freue mich einfach total drauf. Ich hoffe, ihr auch. Und wer sich nicht drauf freut, braucht ja auch nicht haten. Und generell differenziert einfach mehr, pauschalisiert nicht, packt nicht alle YouTuber, die Musik machen, in ein und dieselbe Schublade. Das ist nicht gut. Nicht so vorurteilhaft denken. Das ist das Wort zum Sonntag. Nein, was ist heute? Ich weiß gar nicht, was heute ist. Ich glaube Samstag. Tschüss. Achso, und gebt natürlich einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr euch auf den Song freut. Und wenn ihr... Ja, egal. Tschüss. Let's chill.